Mein Name ist Rosa Käfer, ich komme aus Uttendorf, Bezirk Braunau. Ich fing vor 4 Jahren zum Imkern an und zum Anfang bekam ich von unserem Imkerverein einen Bienenstock geschenkt. Ich hatte einen Bienenstock, hörte mir dann den Vortrag an über den Varroa-Controller, der stand für mich perfekt fest, das brauche ich. Ich kaufte mir den Varroa-Controller mit damals einem Bienenstock. Meine Imkerkollegen, die haben mich wohlweislich belächelt. Ich konnte ihre Gedanken sehr wohl lesen. Aber ich wusste ja, ich bleibe nicht bei einem, ich werde immer wieder aufstocken und vermehren und weiterverkaufen und, und. Meine Entscheidung war goldrichtig, denn die Behandlung beginnt beim ersten Bienenstock und nicht erst beim 5., 6., 8. oder 10. Somit waren meine Bienen schon von Anfang an, die ersten schon gut behandelt. Und somit begann meine erste Behandlung im Frühling, bevor ich den Honigraum aufsetze. Somit habe ich schon weniger Varroa-Stress im Bienenstock und die Bienen starten ganz anders. Sie sind auch stärker und mein Ziel ist auch so wenig wie möglich an Chemie. Ich benutze auch zum Beispiel überhaupt keine Ameisensäure, überhaupt nicht. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre eine Biene und bekomme so einen Tropfen rauf, das Verhältnis Biene zum Tropfen, katastrophal. Jetzt habe ich 20 Stöcke, ich behandle nach wie vor. Jetzt zahlt sich der Varroa-Controller natürlich noch mehr aus, ist klar, weil zuerst war er nicht ausgefüllt, jetzt ist er ausgefüllt und meine Zeit auch natürlich. Die nächste Behandlung mache ich also im Herbst noch einmal, wenn schon Winterbienen drinnen sind. Wir haben so lange Sommer, der Spätsommer ist bei uns noch so warm. Somit sind sehr, sehr viele Bienen, sehr gut große Bruttätigkeit und somit sind auch die Winterbienen noch einmal behandelt. Und da gehe ich sehr gut in den Winter rein. Und wenn ich zum Beispiel September behandle, bin ich Oktober milbenfrei. Und das ist ein großer Vorteil für die Bienen. Zumal sie ja sehr spät in den Winterschlaf gehen, wenn überhaupt, so haben sie in ihrer Bruttätigkeit noch viel Spiel, also dass sie sich gut erhalten können. Die Arbeit mit dem Varroa-Controller ist ganz einfach. Also wirklich, also ich nehme destilliertes Wasser, gebe das unten rein. Ich habe noch das erste Modell natürlich. Und ich muss sagen, ich bin bis heute sehr zufrieden, ich würde ihn nicht hergeben. So, ganz leicht zum Anwenden. Die Bienen, speziell im Herbst, wenn ich es mache, ist für die Bienen sehr gut sogar. Wenn ich die warmen Rähmchen reingebe, sie sitzen sehr schnell auf die Bienen und es ist einfach für die Bienen auch sehr gut. Der Stock kühlt natürlich durch das nicht aus, wenn die warmen Rähmchen reinkommen, dann ist der Stock sofort wieder in der Temperatur und die Bienen haben dadurch auch sehr wenig Stress, weil die Temperaturausgleichung nicht ist, drinnen sind keine mehr, also ist da für die Bienen auch kein Stress von der Temperatur. Die besten Seiten sind schon, dass ich keine Chemie brauche, denn für die Bienen ist es eine hochwertvolle Sache, also wirklich sehr, sehr wertvoll. Also ohne Chemie arbeiten ist für die Biene das Allerbeste. Wir müssen uns halt immer denken, möchte ich das? Kann ich es jemand anderen zumuten? Die Biene ist mein Partner.